Freunde. Gestern hat euch der Italiener gezeigt, wie es mit der Pizza funktioniert. Und heute kommt der Asiate und der macht's mit dem Wok. Und jetzt zeige ich euch den Wok in Barbecue, den neuen Einsatz von Moesta. Verfügbar für 60 cm Kugelgrills, genauso wie 57 cm Kugelgrills und natürlich auch in allen anderen gängigen Größen erhältlich. Durch den Kamineffekt ermöglichen wir eine hohe zentrierte Hitze. Der Edelstahl bietet eine langlebige und hohe Qualität. Und ob wir wenige oder viele Gäste haben, entscheiden wir durch die variable Kohlendosierung. Der Wok & Barbecue befindet sich dort, wo sonst der normale Grillrost sitzt. In der Mitte befindet sich der Kamin mit dem Kohlenrost. Fürs Woken zu zweit kann ich den Rost ganz oben einsetzen. Habe ich mehrere Gäste, lässt sich der Rost weiter unten einsetzen. Somit kann ich mehr Kohlen einbringen und habe mehr Feuerkraft. Die Anzünder auf den Rost legen, anmachen. Kurz brennen lassen. Und schon köllen die Kohlen drauf. Während der Wok in Barbecue aufheizt, zeige ich euch jetzt die Zutaten für unser Thai Curry. Hähnchenfleisch, Paprika, Frühlingszwiebeln, Mais, Zuckerschoten, Ingwer, Sprossen und Zitronengras. Alle weiteren Zutaten und Gewürze findet ihr als Rezept auf unserer Webseite. Die Kohle ist jetzt soweit, aber um die richtige Hitze zu bekommen, legen wir jetzt noch ein kleines Stück unserer Moesta Power Bricks drauf. Drei Minuten warten und dann legen wir los. So sieht ein brandneuer Wok aus. Allerdings muss er erst eingebrannt werden. So sieht er danach aus. Wok aufsetzen. Einen guten Schuss Öl rein. Fleisch hinzugeben, den Rauch anbraten. Das Ganze gut vermengen. Und zum Schluss mit einer Dose Kokosmilch ablöschen. Den heißen Wok könnt ihr auf unserem mitgelieferten Ring abstellen. Schon ist unser Thai Curry fertig.
Ich wünsche euch guten Appetit und ganz viel Spaß mit dem Muesta Wok'n Barbecue.